Braucht wohl heute ein bisschen länger zu laden. Vielleicht weil ich das Spiel neu gestartet habe. Und damit hallo Leute, mein Name ist Sozialhandzock und damit herzlich willkommen zu Bowser's Fury von Super Mario 3D World für die Nintendo Switch. Ja, wow, ich hätte die Aufnahme vielleicht nach dem Laden starten sollen, aber ich wollte nicht unbedingt jetzt einen Bowser triggern oder so. Braucht aber echt lang. Ah, jetzt. Wir haben in den letzten Partys geschafft, Bowser ganz schön zu damagen. So viel zu mich gleich Bowser triggern. Er wird einfach instant aktiviert und ist sowas von sauer, weil wir ihn im letzten Part sowas von verhauen haben. What the? Roter Himmel, hier Wolken brennen. Yikes, okay, wir sind im Finale, wir sind im Finale, das ist deine Finalphase. Mach ich Feuer ab. Pass auf, Wolf Junior, du wirst so angekokelt. Ich hab gerade noch den Schuppen. Holy shit! Was, Junior? Gib mir ein Item. Was? Die Katze! Die Katze habe ich umgebracht! Das darf noch nicht wahr sein. Instant hat sich dieses Ding aktiviert. Erstens. Und zweitens hat mich die Katze umgebracht. Bin ich mein Ding los? Blöde Katze! Warum werden die niedlichen kleinen Katzen aber auch böse? So, wir müssen einfach Sunshines noch einsammeln. Bevor es zu spät ist. Die haben wir ja damals ausgelassen. Was ist jetzt nochmal? Nein! Nicht schon wieder! Natürlich nicht durch den Wasserfall. Es ist aber wieder dunkel, das heißt, ich könnte ihn vielleicht was aktivieren. Oh, schießen, 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 schießen. Dann können wir hier irgendwie kommen. Wir sind per Leben. Wo kam der Kugelbilly auf einmal her? Ich mit die Hasen fern für mich. Nein, wie können Hasen auf dem Wasser laufen? Halt an dieser Stelle. Daher kam die Katzenschein von vorhin. Ja, die Katzenrakete. Muss ich halt den Weg nehmen. Hätte eh wechseln müssen. Hier hin laufen. Gegner wechseln. Ja.
noch nicht weit. Oh, hier ist was für Bowser. Hier ist was für Bowser. Perfekt, hier ist eine Sunshine versteckt. Dann warte ich mal auf ihn. Jetzt brauche ich ihn natürlich. Eben tauchte er mal sowas von so auf. Wir beginnen auch schon zu drehen. Und darunter versteckt sich immer so eine Sunshine. Ich versuche natürlich alles zu nutzen, was ich kann, um irgendwie in Sunshine zu kommen oder so. Ja, diese Kugel bin ich plötzlich. Da oben ist die letzte. Perfekt. Perfekt, ich habe eine neue. Damit wird der Turm ein bisschen stärker. Wir können ja jetzt Bowser und damit nicht schaden, aber wir brauchen ihn gleich für die nächste Sache. Also, völlig egal. Der Helikopterbox ist jetzt auch egal. Wir müssen eigentlich hier hinfeuern lassen. Den großen Bowser. Dann kriegen wir nämlich die letzte hier und können richtig knacken lassen. Ein Schlüssel fehlt ja auch noch. Hier ist auch noch irgendwo ein Schlüssel. Den finde ich auch noch. Dann scheine ich alle diese Sunshines zu haben dann hier an dem Turm. Nämlich, es gibt anscheinend immer 5, je nach Löchern. Und wenn die alle voll sind, dann ist der Turm voll. Anscheinend kann man jetzt alle einsammeln. Das heißt, da, nach 50 ist es freiwillig, ob man weiter sammelt oder nicht. Man kann die Story abschließen. Ich will ja nur die Story abschließen. Na komm, Bowser, Bowser. Hier los, Bowser, Bowser. Oh, Sesschen. Hier bin ich. Er ist aufgewacht. Und er kommt. Feuer, Feuer, Feuer. Er feuert. Perfekt. Rein mit mir und deaktivieren. Fehlt nur noch der Schlüssel. Hier in diesem Gebiet. Hier habe ich die Komplettauflösung noch kein einziges Mal gebraucht. Ui, und damit kriegt er noch Zusatzschaden. Ich sollte auch mal die Paintings ausfüllen lassen, dein Bowser Junior. Meine Items gehen. Oh, und der hat mir sogar gezeigt, wo der Schlüssel ist. Danke, Bowser. Dass ich das jetzt weiß. Junior, mal zu mal. Oh! Aber wir können leider nur eine mit haben. Doch, wir können zwei. Oh, Glück gehabt. Das sind die Superkatzenblocken. Dann weiß ich jetzt, wo der eine ist. Dein Schlüssel. Außer war ja so freundlich, mir es eben mit zu zeigen. Da oben ist er. Da oben.
mit dem Schlüssel. Fehlt uns dann nichts mehr. Hier hochkommen, um eben das Ding auch hinzubringen. Bevor ich sterbe, schmeiß ich. Und nehme mir einen Pilz erstmal. Rein damit! Soll ich warten, bis der nächste Bowser kommt? Ich glaube, ich warte, bis der nächste Bowser kommt und schlage ihm damit der Sunshine volle Kanne eine rein. Ja, ich warte, bis der nächste Bowser kommt. Je mehr Schaden er jetzt kassiert, desto weniger muss ich ihm später hinzufügen. Also gehe ich lieber taktisch an. Wie der Sunshine ihm Schaden zufügen kann. Und halt an. Hier ist wieder alles am Leuchten. Mit der neuen Propellerbox müsste ich vielleicht noch das letzte dort finden. Das letzte Stück. Auch dieser Bau so lang. Okay, ich hole mir eine Vollblume. Danke, Bowser. Sicherheit. Eine dieser Propellerboxen. Dann suche ich mal die letzte. Mal, Mann. Dahinter. Pilz. Nicht gerade das Besondere. Ich bin irgendwo in der Stadt geworden. Das ist das nächste Ding. Frage. Wo ist das letzte Ding? Kann ich mir anscheinend wieder einen Wunder locken holen. Wo ist das letzte Ding? Keine Ahnung, ich sollte zurückkehren. Vielleicht erwacht bin ich Bowser. Aktiviere dann den letzten Punkt und belebe somit den Turm endgültig wieder. Kann Mario eigentlich hier durch diese Box sehen? Ah, der hat die Sterne ausgefahren, jetzt geht's ab. Na dann, Bowser. Kriegst du gleich noch etwas Damage? Taktisch vorzugehen ist die beste Entscheidung, dann krieg ich ihn auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und dann war's das. Ich mal sagen. 3 Leben hat normalerweise ein Super Mario Gegner. Also 3-mal draufhauen. Bei Bowser sind es ja sehr hartnäckige Leben. Allerdings 3 Leben. Glaube ich, hat der auch. Und wenn wir das dritte K.O. hauen, haben wir es storytechnisch abgeschlossen. Vermutlich kann man noch danach ihn bekämpfen, aber das sind wohl nur Bonusleben. Storytechnik reichen wohl 3. Mal gucken, was dann rauskommt, wenn Bowser wieder wach ist. Was Bowser mir da angestellt hat. Immerhin konnte er auch schwarze Tinte verwenden.
aus. Und tschüss. Der kickt voll die Ladung ab. Das ist ja ein vollgepowerter Turm. Ja, er kickt noch mehr Damage ab. Wurde sich so mit klein. Und ich krieg sogar eine Fahne darauf, wenn ich das Ding vollständig habe. Aha. Das heißt, wenn ich den Turm vollständig habe, erscheint eine Farbe darauf. Farbe. Fahne. Fahne. Gut, dann sollten wir jetzt den nächsten Turm mal hinschieben. Vielleicht können wir da noch was tun. Fehlt ja immer noch so ein Ding. Hier sind nur noch Kamex. Und ich kann nicht Feuerbälle schmeißen mit diesem Ding. Dafür gibt's auch eine. Dafür, dass Bowser Jr. sie besiegt hat. Ja, ich warte wieder, bis der Bowser erscheint. Du währenddessen das letzte Ding. Jr., könntest du dich da mal kümmern? Eine Katzenglocke. Ich gern. Das denn? Kannst du vielleicht... Kaffee trinken? So seltsam, dass die hier sind. Die Blöcke. Vielleicht sind dahinter diese Teile versteckt. Vielleicht kann ich mit der Katze zerstören, die Blöcke. Bingo! Da war die letzte. War schon ein bisschen versteckt. Ein weiteres Objekt platziert. Aber ich hab's gefunden. So, und jetzt heißt es nur wieder nochmal warten, bis Bowser erwacht. Ja, es besteht jetzt natürlich der Part hauptsächlich auf Warten, aber... Hey! Man kann verüben. Die Taktik ist schlau. Er kriegt zusätzlichen Schaden. Und somit wird der Kampf am Ende ein wenig leichter. Ich muss nicht so viele Hits setzen. Vorher. Aber warum jeder einzelne Gegner eine Katze ist in diesem DLC sozusagen, denn es ist ja sozusagen eine DLC-Erweiterung für das Originalspiel, weiß ich jedoch immer noch nicht genau. Ob wir es noch erfahren? Keine Ahnung. Weiß ja nichts über die Story. Aber ich vermute mal, was Junior hat einen Müll gebaut. Bowser hebt sich langsam. Ich immer noch mit meiner Propellerbox. Danach sollte ich gucken, was ich noch machen kann. Es gibt ja verschiedene Türme hier alle. Einen habe ich jetzt komplett belebt. Diesen hier habe ich jetzt auch gleich komplett belebt. Dann werde ich als nächstes wohl diesen beleben müssen, indem ich die letzte finde. Aber wenn dann wieder so eine versteckte wie diese hier ist, ja dann, kann ich gut wieder beleben. Aber für diesen Part werden wir wohl nur noch diesen Sieg hier einsammeln. Aber wir haben 5 von den weiteren eingesammelt, die wir noch brauchen. Also... Die Hälfte ist geschafft. Ich bin eine Katze im Propellerboot.
Komm, Bowser, Bowser, Bowser. Hier ist Bowser, Bowser, Bowser. Ja, schön, dass er länger braucht, um wieder zu spawnen, aber wenn man auf ihn wartet, ist das immer zu lang. Die Mitte ist wohl immer die Insignie, die man erst als letztes bekommen kann. Dann kriegt er nochmal Schaden von einem vollgepowerten Leuchtturm. Und auch als Abwehrturm gelten. Alles klar. Regen ist das Signal erspawnt. Das waren alle. Hey Bowser. Vielleicht bist du gerade erst gespawnt, aber es ist jetzt völlig egal. Mach gleich bereit. Kriegst nochmal einen Schaden. Wenn es auch möglich ist, Bowser nur mit den Leuchtturm zu besiegen, das wäre ein interessantes Ende. So, und wir haben es geschafft. Was? Ja, Mann. Ja, Leute, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielleicht sozial. Was genau da? Weiter geht es dann im nächsten Part. Bye!